Einen wunderschönen guten Morgen, der Camper Tobi und der Camper Frido aus Sulzemoos. Stürmisch, kalt, Regen, Sonne, Hagel, Schnee. Also es soll uns ja ein weiteres Sturmtief drohen und teilweise, glaube ich, ist es schon in Europa zu Hause. Also hier bläst es wie der Teufel. Ein guter Grund, sich in einen schönen Wagen zu setzen. Ich sitze in einem Karmann. Was haben wir denn? Karmann Dexter. Ich muss immer nach hinten gucken, damit ich am Grundriss erkenne, was für ein Auto ich bin. Ein Auto, das demnächst zur Auslieferung ansteht. Und ich nutze die Gelegenheit. Das Video ist ganz speziell für einen Interessenten, der hoffentlich jetzt dann unser Kunde wird bestimmt. Der kauft bei uns einen schönen Profiler. Und das ist eine Veranschaulichung. Ich rede ja immer von dem Thema Satzschüssel, Fernseher mit Streaming, verbunden über WLAN etc. Und hier haben wir ein gutes Beispiel. Es geht bei dem Kunden auch um die Höhe des Fahrzeugs. Mit der Satzschüssel ist man auch noch mal ein bisschen höher, als die Fahrzeugmaße angegeben sind. Und jetzt habe ich gesagt, pass auf, ich zeige dir, wie ich das handeln würde und wie ich es auch jetzt immer in meinen ganzen Leih- und Testwagen mache. Fiat Ducato Cockpit, das haben Sie ganz genau so wie hier. Ich spreche jetzt mit dem Kunden direkt. Wir haben hier diesen tollen iPad und Smartphone-Halter integriert schon im Ducato Cockpit. Und das ist jetzt das Sinnvolle. Jetzt muss ich nochmal ein Mikro ein bisschen rumstellen, weil ich glaube, sonst ist die Tonqualität nicht so in Ordnung. Also ich hoffe, ihr hört mich gut. Wir haben hier diesen Halter. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier Radio, Rückfahrkamerasystem von Fiat drin, wie es jetzt auch bei dem Kundenfahrzeug wäre. Ich klappe dann diesen Smartphone-Halter nach oben und ziehe diesen Hebel und dann springt das auf. Und da könnte ich jetzt ein Smartphone oder ein Tablet integrieren. Wie es der Teufel will, liegt mein Tablet, ein Huawei MediaPad neben mir und das stecke ich jetzt da rein, aber das muss ich mit zwei Händen machen, deswegen stelle ich euch kurz zur Seite. Da liegt übrigens der Fridolin, dem kann ich jetzt die Kamera nicht geben, der hat ja keinen Bock zu filmen. Das stelle ich sie jetzt einfach mal ganz grob kurz hier hinten auf den Boden und ich melde mich gleich zurück, wenn ich jetzt, Sie werden es gleich sehen, dieses Huawei MediaPad hier reingeswitcht habe. So, und schon bin ich wieder da. So schnell geht es ein Computer, ein Tablet-Computer im Wohnmobil zu installieren. Und das ist hervorragend untergebracht. Eine schöne Sichthöhe, 10,1 Zoll, reicht, finde ich, voll und ganz. Und man muss jetzt auch nicht unbedingt ein iPad kaufen oder ein Samsung für 800.000, 900.000 Euro, sondern ich denke mir, Huawei ist ein bekannter Hersteller und ich bin wirklich über die Maßen zufrieden mit diesem Tablet. Das heißt also, das hat alles drin. Ich habe jetzt nicht diese GSM-Version mit LTE und so weiter, wo Sie noch eine SIM-Karte reinstecken, eine Handy-Partnerkarte und hier jetzt dann als eigenständiges Internetgerät nutzen können über das Mobilfunknetz. Sie können natürlich auch in ein WLAN einloggen. Meins ist jetzt rein WLAN-fähig und ich hänge jetzt witzigerweise im WLAN meines Handys, mit dem ich gerade hier filme. Das heißt also, durch das, dass Sie auf jedem Smartphone mit dem natürlich dazu passenden Vertrag bei Ihrem Telekom-Provider hier einen Hotspot freischalten können, das heißt, Sie haben Ihr persönliches WLAN dabei, können Sie überall in Europa, wo Sie Mobilfunkempfang haben, für eigentlich verhältnismäßig wenig Geld surfen, Fernsehen etc. Und in der Anwendung sieht es so aus, jetzt habe ich zum Kunden gesagt, Mensch, Sie hätten hier mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie könnten jetzt hier auch einen Hotspot setzen und zum Beispiel Ihre im Heck-Wohnbereich untergebrachten Smart-TVs, ich habe so ein Alphatronics neulich vorgestellt, mit in dieses WLAN einbinden, also Ihr eigenes, wirklich auch schnelles WLAN und dann auch auf den ein oder zwei Fernsehern im Heck speziell surfen und Fernsehen und zwar über Streaming. Streaming ist die Zukunft, da werden wir alle nicht dran vorbeikommen. Die Schüsseln werden sich über die Jahre selbst ausschüsseln, ja, blödes Wort, ausradieren. Also von dem her werden immer weniger Schüsseln verbaut werden. Das ist die Zukunft. In Amerika lacht man schon über Schüsseln, weil alles auf Streaming geht. Wir haben Netflix, Chromecast. Wir können über jedes WLAN zum Beispiel Waipu.tv, wie ich es nutze und euch gleich zeige, nutzen. Es gibt Zattoo, es gibt diverse Anbieter, wo Sie einfach eine App runterladen. Das kann jeder mittlerweile hier auf dieses Pad und sich dort registrieren und dann zwischen 5 und 10 Euro für Ihren Tarif zahlen und dann eben auf Ihren Smart-TVs oder auch hier an der Front einen Fernseher dabei haben. Fernsehen natürlich während der Fahrt nicht erlaubt, ganz klar. Drum stehen wir jetzt auch, der Friede und ich, und wir fahren nicht in der Gegend rum, aber ich switche jetzt das kurz an, das ist im Standby, dann kommt hier mein Eingangsbild. Ich hoffe, Sie sehen das gut. Ich gebe jetzt noch meinen Code ein, da gehe ich kurz weg, sperre mir das kurz auf. Und jetzt bin ich in der Bedienung im Allgemeinen. Also das ist richtig groß. Ich gehe nochmal wirklich so drauf, dass Sie die Größenverhältnisse besser sehen. Ich habe jetzt hier mein Hintergrundbild, mein Wetterbericht, meine Uhrzeit
und so weiter und so weiter. Natürlich auch meine YouTube-Sachen drauf, damit ich immer die Statistiken abrufen kann. Ich kann direkt auf Google gehen und manuell Sachen suchen oder es als Navigation nutzen. Und da ist es natürlich hervorragend, weil ich ein All-in-One-Paket habe. Also Sie haben es eigentlich schon vorinstalliert auf jedem Android-Gerät, ob Smartphone oder eben iPad. Also vom Einrichten her, das kann jeder machen. Das ist ganz, ganz easy. Toll ist jetzt zum Beispiel, die Google-Navigation ist die beste und ausführlichste, die es je gab. Und Google kennt jeder, Google hat jeder. Ich kann Google alles fragen heutzutage. Und genauso kann ich jetzt zum Beispiel hier auf Sprachsuche gehen. Ich führe das jetzt mal kurz vor. Also ich mache jetzt auch eine Spracheingabe. Ich wecke jetzt mein Mikrofon auf und sage, navigiere mich bitte nach Berlin, Kurfürstendamm. Nachsage GmbH navigieren. Seht mal, jetzt habe ich zum Beispiel in den Satz reingesprochen. Ich muss natürlich ein eindeutiges Kommando geben. Ich mache jetzt extra nochmal Pause. Navigiere Kurfürstendamm, Berlin. Nach Kurfürstendamm navigieren. Jetzt geht die Navigation auf. Er erkennt natürlich meinen Standort. Standortfreigabe ist erfolgt. Das heißt also in Sulzimos. Und alles, was jetzt passiert, ist vollautomatisiert. Automatisch geht meine Route hier schon auf. Er sucht mir die beste Route. Also ich bin jetzt hier in Sulzimos, wie ihr seht. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ich hätte jetzt eine Fahrzeit von 5 Stunden und ein paar Minuten, 29 sehen wir hier. Die Standortermittlung gebe ich ihm frei, damit er also wirklich in real time jetzt mich wie jedes andere Navigationssystem hier führen kann. Also man sieht hier, wie ich mich bewege. Nach Osten Richtung Hauptstraße starten, dann rechts abbiegen auf Hauptstraße. Also auch vom Ton, von der Empfangbarkeit, von der Lautstärke sind diese Lautsprecher durchaus ausreichend. Man kann sie jetzt nicht übers Autosystem ansteuern, da müsste man in den Bus eingreifen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren könnte, da trauen wir uns natürlich nicht drüber hin. Aber ich denke, wir haben da das beste mobile Navigationssystem überhaupt. Einzige Einschränkung derzeit noch, aber ich weiß, dass daran gearbeitet wird seitens Google. Sie können jetzt nicht Ihre Fahrzeugmaße, die Tonnagen wie bei einem Campernavi hinterlegen, aber ansonsten haben Sie alles. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch direkt sagen, ich lösche jetzt diese Navigation nochmal. Ich gehe einfach auf Schließen, beziehungsweise ich müsste sie jetzt hier Navigation beenden schließen. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich suche mir jetzt einen Campingplatz. Navigiere zum Campingplatz in Sulzimos. Nach der Freistadt Kerwening und Mohr navigieren. Sehen Sie, ich mache jetzt sogar Werbung für der Freistadt und habe jetzt einen Campingplatz in Sulzimos ausgesucht und ich weiß, es gibt nach einen Osten Stellplatz. Richtung Hauptstraße starten, dann immer, rechts abbiegen auf Hauptstraße. Die dementsprechende Navigation und er fährt hier über die Autobahnbrücke, es sind 1,6 Kilometer und ich bin in 3 Minuten beim Freistadt und kann dort übernachten. Also das ist äußerst praktisch. Sie können ein Hotel suchen, Sie können diverse Routen umleiten, wie auch immer. Sie können natürlich in jede Richtung zoomen und Ihre Strecke anzeigen lassen. Er zeigt Ihnen dann auch in Realtime, ja, man gibt diese Navigation, wie gesagt, die folgt dem realen Straßenbild, das momentan zu dieser Uhrzeit draußen herrscht, mit Verkehrsnachrichten, Umleitungen etc. Ich sehe auch in der vergrößerten Karte, wo momentan Baustellen sind, Problemzonen sind. Das ist so schnell wie eine Radioverkehrsdurchsage und die sind ja heuer oder heutzutage wirklich äußerst schnell direkt an die Polizei angeschlossen. Das war mal vorbei, das erfolgt alles, wenn Sie einen Geisterfahrer hören, wirklich genau in dem Moment. Also ganz selten, dass man da leichte Verzögerungen hat. Und genauso ist dieses ganze System ausgelegt. Zugleich kann man Fahrtenbuch führen etc. etc. Also man muss selber entscheiden, möchte ich jetzt hier ein schönes Doppel-DIN-Navi von Zeneck etc. oder gehe ich jetzt alles im Verbund auf die digitale Version, kaufe mir einen Fernseher rein, setze mir meinen Hotspot aufs Smartphone. Die Einstiegskosten sind geringer als bei der Satellitenversion und Sie haben natürlich die Vielfältigkeit, das Ganze auch als Computer zu nutzen. Vom Wecker bis zur Soundanlage. Witziger Gegentest wäre jetzt auch nochmal, ich muss jetzt keine Navigation eingeben. Ich sage nochmal Sprachsuche. Zeige mir ein Video von Camper Tobi. So, und was haben wir? Wir haben Videos vom Camper Tobi. Toll. Eigenwerbung und könnt ihr jetzt hier einfach schauen. Natürlich findet er 400 Videos, weil es glaube ich das 399. oder 400. bereits ist. Und könnt ihr jetzt einfach über die Links, die er mir vorschlägt, reingehen und mir das Video anschauen. Natürlich auch praktisch, wenn man bei uns ein Fahrzeug hat, können Sie jederzeit nachgucken, was sagt man denn jetzt dazu oder was sagt der Camper Tobi? Hat er eine Bedienungsanleitung abgefilmt, die mir gerade weiterhilft? Wie auch immer, das ist eben der
Vorsprung, den wir jetzt hier im Hause haben, dass wir hier den ganz kurzen digitalen Weg zu Ihnen ins Wohnmobil aufs Smartphone nach Hause gehen können. Das glaube ich und das höre ich jeden Tag, schätzen auch die Interessenten bei uns, dass sie einfach zu Hause eine bessere Vorauswahl haben über die Fahrzeuge, die da sind. Wir linken ja immer mobile.de und viele greifen jetzt auch direkt über Google auf Camper-Tobi zu, was mich sehr freut. Anfangs haben wir natürlich die Videos propagiert über die mobile Anzeige. Da kamen 100% aller Klicks auf ein Video durch die mobile.de Anzeige zustande. Mittlerweile sind es nur noch knapp 10%, die über mobile.de suchen und 90% suchen schon gezielt nach Camper-Tobi. Und das Ganze auf über ein Jahr, da kann ich nur nebenbei wieder mal ein riesiges Danke sagen. Ich habe es gerade vorhin witzigerweise alles getestet, damit das auch alles funktioniert. Ich gebe jetzt nochmal die Sprachsuche ein, dass Sie sehen, es gibt viele Millionen Möglichkeiten. Sprachsuche an. So, was koche ich heute Abend? Stellen Sie einfach eine Frage und er reagiert und schon zeigt er mir sowohl die Supermärkte, wo ich meine Zutaten kaufen kann, als auch die Supermärkte in der Nähe, hier Maisach, da haben wir Rewe, können wir ja ruhig. Dann kommen die ersten Rezepte, was koche ich heute Abend und schon bin ich versorgt. Sie können das Ganze über Alexa anschließen, über einen Homespot. Ich habe mir die Alexa, ich weiß nicht, ich hoffe, Sie kennen es, aus der Werbung allgemein gegönnt. Das ist eine hervorragende digitale Sprachassistentin, die sich alles merkt. Ihr schmeißt ja was zu und dann ist es registriert. Klar ist man dadurch gläsern und wird abgehört oder wie auch immer, ist mir alles recht. Wenn man nichts zu verbergen hat, habe ich da kein Problem damit. Ich bin seit über 10 Jahren einer der ersten Google-Mail-Kunden gewesen. Dadurch kann ich auf dieses Königreich zugreifen, das mir im tagtäglichen Alltag unglaublich viel Zeit spart. Und ich bin da komplett digitalisiert aufgestellt. Und ich weiß, dass der Trend dorthin geht. Man macht es ja eh zu Hause auch mit dem Computer. Warum nicht dann auch mobil? Da fährt ein schöner Terrestra 570 AS gerade vorbei. Kundschaft von uns. Und ja, das war die erste Meldung. Ich nutze jetzt diesen Sonnenschein, um Ihnen vielleicht noch 2, 3 Autos vorzustellen, die mir schon am Herzen liegen, aber die letzten Tage keine Chance gehabt. Die ganze Mannschaft ist in Stuttgart. Ich halte hier durch und versuche das Ganze zu stemmen, was an Anfragen und Möglichkeiten reinkommt. Die Messe Free ist schon in Vorbereitung für uns in München, auch ein Riesenhandstand. Der Frido hat sich jetzt hier müde reden lassen von mir. Ich hoffe, Sie sind es nicht. Ich hoffe, Sie folgen uns weiter in der Praxis. Ich hoffe, es kommt so klar rüber, dass es für meinen lieben Interessenten eine Hilfe ist. Also wie gesagt, wir können ganz normal jetzt das bewährte Satellitenschüsselsystem installieren oder eben das Ganze gleich digital zukunftsfähig einrichten, sodass es auch ganz problemlos funktioniert. Also, ich wünsche euch was, macht es gut und bis bald beim Camper Tobi in Sulzimos. Friederlin, möchtest du noch irgendwas anmerken? Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Er ist zufrieden. Also, bis bald aus Sulzimos. Danke, wie immer. Ciao, ciao. Übrigens, eine Anmerkung noch für alle, die gewartet haben, dass es Videos gibt von der CMT. Ich habe es nicht geschafft. Ich war oben, konnte 2 Stunden bleiben, musste wieder weg. Ich denke mir, wir verlagern die Neuigkeiten, die es dann wirklich gibt, auf 19. Es waren ein paar Kleinigkeiten oben, die ich jetzt nicht schon in Düsseldorf gehe. Filmen konnte, aber aus wirklich privaten Gründen musste ich dort abbrechen und den Plan verändern. Es waren ja viele dort und vielen Dank auch dort auf die oder für die netten Kontakte. Aber was wirklich Neues konnte ich euch nicht zeigen, ohne dass ich euch permanent Wiederholungen liefere. Aber ich denke, die Stammzuschauer verstehen das. Und wie gesagt, the show is going on here in Sulzimos. Servus, bis nachher. Ciao, ciao.